Hallöchen, ihr Lieben. So, da bin ich auch schon wieder und ich habe gerade erstmal voll den Schock gekriegt. Ich habe aufgenommen, wollte dann die Aufnahme beenden. Hatte meine Tastenkombination zum Beenden von Traps gedrückt und die Zahl wurde nicht gelb, sondern war noch rot. Und da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt hoffentlich habe ich das jetzt nicht gerade so geklickt, dass ich gerade erst die Aufnahme gestartet habe und die ganze eine andere Folge weg war. Aber der hat wohl einfach nur nicht richtig auf die Tastenkombination reagiert gehabt. Und da habe ich natürlich mal nachgeguckt, aber die andere Folge war vorhanden. So, das mal dazu nebenbei reingeworfen, quasi. Und jetzt fangen wir hier an. Also eigentlich wegholzen bräuchte ich das gerade nicht, aber ist egal. Können wir nachher vielleicht mal irgendwo hier noch ein kleines Feld anlegen oder so. Wer weiß, aber Essen haben wir eigentlich immer noch dabei. Da es jetzt dunkel wird und wir jetzt natürlich gleich tierisch Stress hier kriegen mit unseren Kollegas, werde ich jetzt erstmal irgendwo mich hier Richtung Untergrund buddeln. Und da einfach jetzt so hier eine Tür reinsetzen. Den Eingang zum Bahnhof machen wir dann später mal irgendwo offen. Aber jetzt erstmal machen wir den hier. Ja. Die Stelle gefällt mir jetzt. Frag mich nicht warum, sie gefällt mir einfach gerade. So, und damit wir jetzt erstmal ein bisschen ungeschützt sind in der Nacht. Ich habe keinen Schalter dabei, oder? Egal, können wir abhauen. So. Wir gehen runter auf Ebene. Welche Ebene haben wir denn jetzt hier? 60. Dann gehen wir runter auf Ebene 50. Das ist nicht allzu tief. Nicht zu weit unter der Erde. Wie mache ich das jetzt am besten? Weil wenn ich jetzt zu weit rüber buddel, ist ja auch Käse. Aber ein bisschen rüber können wir, glaube ich, noch. Nur nicht zu weit, dann gehe ich gleich in die andere Richtung. So, da ist quasi die Decke ja. So, bis dahin gehe ich mal. Und dann gehen wir ein bisschen seitlich. Dann sollten wir ganz gut liegen. Oh. Das macht unser Vorhaben natürlich jetzt wieder hier. Habe ich Erde dabei, aber nicht allzu viel. Ja, müsste reichen, um hier das Wasser wegzukriegen. Oh, guck mal da, guck mal hier. Sehr nice. Sehr nice, sehr nice. So, erstmal bringen wir jetzt hier mal Licht an. Da haben wir quasi schon mal unsere Deckenhöhe. Habe ich jetzt beschlossen. Der Bahnhof kann ja ruhig ein bisschen hohe Decken haben. So, ich baller jetzt hier die Erde rein, weil das Wasser brauchen wir hier definitiv nicht. Nein, komme ich da nicht hoch? Nein, komme ich nicht. Gut, müssen wir noch einen hinsetzen. So. Ach so. Ist ja auch wieder blöde. Machen wir das so. Dann floppt das, was ich vorhab. Weil so viel Erde haben wir jetzt nicht gerade hier aufgesammelt. Ah, stopp, wir haben doch hier. Verschwenderisch können wir ruhig sein. So. So, dann machen wir da jetzt zu. Zack, zack. Na, komm. Ach, ist das schön, wenn die Maus nicht immer doppelt tickt. Kann ich nachher auch noch eine Runde Feed the Beast aufnehmen? Ja, können wir auch hin. Aber erstmal muss ich vielleicht schneiden. Denn erst wenn hier die Folge in trockenen Tüchern ist, Feed the Beast habe ich schon hochgeladen gehabt, die neuen Folgen. Also die neuen alten Folgen, die ich schon aufgenommen hatte. Und von daher war jetzt erstmal Minecraft dran. Das normale. Und das nachher dann. Entsprechend nochmal Feed the Beast Folgen. Aber erst das Schneiden, Rendern und ja, das dauert ja auch eine Zeit. So, jetzt haben wir hier schon mal das Wasser raus. Und jetzt gucken wir mal. Also runter kam ich von da und ich habe gesagt bis hierhin. Und dann gehe ich rüber. So, wir waren jetzt hier auf Ebene 56, 56, 55, 54, 53, 52. 51. Kaputt. Ah, toll. Ich hätte mal mehr mitnehmen sollen, ich Depp. Aber wir hatten ja Eisen. Ofen kriegen wir auch hin. So. Das müsste jetzt Ebene 50 sein. Das ist Ebene 50. Das ist unser Grund. Hier werden wir die aufbauen. Pflasterstein hatte ich nicht. Ach nein, das ist die. Ah, richtig. Supi. Dann geht das hier wenigstens flott. So, wir brauchen. Lasst mich überlegen. Jetzt weil ich was vergessen habe, Redstone.
Wir brauchen Mittelstück, linke Schiene, rechte Schiene. Machen wir dazwischen aber ruhig 3, das heißt 3, 4, 5, 6, 7, 9. Breite auf jeden Fall schon mal Minimum. So, das heißt 3 nach da Minimum. Da kommt dann noch Redstone-Zeugs hin. Und 1, 2, 3, 1, 2, bis da braucht man Minimum für den Bahnhof, also die Station. Wird kein großer Bahnhof, aber eine Station. Zentralbahnhof bauen wir dann irgendwo anders. So, jetzt habe ich aber gesagt, ich möchte das ruhig relativ hoch haben, dass man da auch ein bisschen was machen kann. Und dann gehen wir wirklich jetzt auf diese Ebene. Und hauen den Rest da drüber weg. Wir sind da großkotzig. Wir bauen da richtig hier schön was auf. Warte mal. 1, 2, 3. Ja, passt. So. Also hier so. Den Platz brauchen wir. Ups. Ja, ich weiß noch nicht wie weit, aber passt schon. War da eine Fackel dran? Ja, dann setze ich jetzt erstmal eine neue. Die werden wir zwar nachher auch weghaben, weil die Deckenhöhe halt so hoch ist. 8 Blöcke hoch. Ja, das ist schon was, ne? Da kann man schon mal. Ja, so. 1, 2, 3, 1, dann da noch 2. Dann haben wir da hinten zwar ein bisschen Platz, aber das kann man nachher zumachen. Das ist nicht das Problem. Gebrannte Steine haben wir oben mit, glaube ich. Also das war das hier zumachen. So, und jetzt ist halt die Überlegung. Jetzt hauen wir erstmal das hier weg. Da fange ich quasi an. Richtig? Richtig. So, dann würde ich sagen, wenn wir 8 hoch und 9 breit, dann machen wir 10 lang. Minimum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Zack. Ich war jetzt nicht ganz mittig. Das heißt, ich bin hier quasi auf Punkt 3. Rüber. So. Da müsste man gleich wieder Licht sehen, genau. Passt. Oh nein, ich suche gerade nicht in 2x, 1 und 1x2 Abstand Tunnel irgendwelche Ressourcen, sondern einfach nur so aufbauen. So. Da wir noch weder Glowstone noch sonst irgendwas haben, erstmal viele Fackeln anbringen. Wir wollen ja nicht, dass hier irgendwas spawnt. So. Und dann arbeiten wir uns jetzt zur Ecke durch. Also ich muss sagen, Effizienz 5 ist sehr, sehr, sehr brauchbar. Denn das geht richtig schön schnell, so gefällt mir das doch. Da müssten wir auch gut Obsidian mit abbauen können. Ich weiß noch gar nicht, welches Material ich nehmen soll für den Bahnhof. Eventuell gucke ich mal wegen Quarz. Nur da müssen wir natürlich nochmal in den Nether rein. Wir haben doch so schöne 3x3 Stücke ausgerechnet. Ne? 1, 2, 3, so. Dann machen wir hier Zähne. Machen wir dann da einmal so. 1, 2, da. 1, 2, da. 1, 2, da. Passt. Wunderschön. So. Und jetzt müssen wir natürlich hier noch auf die entsprechende Tiefe runter. Also die Buddelfolge ist zwar jetzt eine Buddelfolge hier gerade, aber keine Ressourcenbuddelfolge, sondern eine Bahnhofbuddelfolge. Ah, egal, Steine haben wir oben. Da, die da, die da. Das ist für euch vielleicht gerade ein bisschen langweilig, aber es muss sein. Nein, da, so, zack. Irgendwo höre ich hier einen Zombie. Apropos, ihr müsst mir mal dann sagen, ne, wenn das hier irgendwie zu laut sein sollte mit den Nebengeräuschen. Weil bei Minecraft kann man jetzt einstellen, welche Geräusche wie laut sein sollen. Irgendein Skelett stirbt. Bin ja mal gespannt, ob wir jetzt gleich irgendwo hier auf eine Höhle stoßen oder so. Ich hatte die Soundgeräusche nämlich, also die Nebengeräusche, ein bisschen runtergestellt gehabt. In der Hoffnung, auch gerade was die Musik angeht, dass die nicht so laut mehr ist, aber halt die anderen Geräusche wie Zombies und so, dass ich die noch höre. Und da müssen wir einfach mal sagen, ob das so einigermaßen passt. Oder ob noch irgendwas zu laut ist. Oh, die Maus. Also es ist ja schön, dass die jetzt nicht doppelt klickt, aber irgendwie von der
Steuerung finde ich meine, also was heißt Steuerung, aber von der, wenn man jetzt die Maus dreht und so, da finde ich meine andere handlicher. Wird mir jetzt dann morgen mal eine neue besorgen gehen. Also eine neue alte. Damit meine ich jetzt meine Computermaus, keine Frau. Und dann bin ich hoffentlich wieder glücklich. Was die Maus angeht zumindest. So. Wirkt jetzt nicht so wahnsinnig groß. Auch wenn wir jetzt unten sind, aber von der Fläche her. Ist also für eine Zwischenstation okay. Wie gesagt, den großen Bahnhof, den machen wir dann irgendwann mal richtig groß, aber das wird dann auch mehr wie eine Folge werden. Das wird dann mit Sicherheit so mal 10, 20 Folgen wahrscheinlich werden, bei der Größe, die ich mir beim Bahnhof vorstelle. Und da muss ich auch erstmal wissen, wohin. Da ist ja noch alles ja nicht so klar. So viel haben wir von der Welt ja auch noch nicht gesehen. Ich möchte ja irgendwann auch noch die Pilzbiom-Tour machen. Und ein neues Dorf finden wäre auf Dauer auch mal wieder schön. Nachdem ich das alte so kaputt gehen hab, lassen hab. So rum. Weil ich bin immer noch so ein bisschen mich am weigern, da einfach neue Villager reinzusetzen. Wäre natürlich die einfachste Option, aber dann könnte ich auch irgendwo hier irgendwelche Häuser aufbauen und die Villager da reinpacken. Ist jetzt auch nicht unbedingt so das Nonplusultra. Ich habe gesagt, wir sind ungefähr 8 hoch, ne? Wir könnten auch 9 hoch gehen. Dann müsste ich da oben nochmal einen weghauen, oder? Warte mal, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ja, dann müsste ich nochmal eins höher. Wäre doof. Nee, dann machen wir nur, dann lassen wir dazwischen weg und machen nur auf der Ebene. Passt. Ist egal. Meine Gedankengänge sind halt immer manchmal so ein bisschen variabel, kurios. Mir kommen einfach zwischendurch zu viele Ideen und ja. Aber ich möchte jetzt die Decke nicht noch höher machen, also 8 reicht mir erstmal. Müssen wir ja auch noch gucken, noch irgendwelche schönen Deko-Elemente. Eventuell, das habe ich jetzt auf dem Multiplayer gemacht mit den Wänden vom Tempel. Habe ich da einfach ein paar Zäune nach oben gezogen. Das sieht so aus wie so ein bisschen Säule. Könnte man vielleicht hier einbringen. Dann die unterschiedlichen Teppiche. Was ich auch gesehen habe, was ich noch gucken muss, wie das geht. Aber wenn ich mich nicht ganz irre, gibt es jetzt seit der 1.72 farbiges Glas. Das ist natürlich dann eine geile Sache. Dann nehmen wir uns nämlich ein bisschen farbiges Glas, hauen das hier in die Wände rein und dahinter setzen wir irgendwelche Fackeln oder so hin, dass das so ein bisschen durchschimmert oder Glowstone oder so. Oder vielleicht auch Redstone-Lampen, die wir unterschiedlich bestrahlen, dass das so einen richtig schönen bunten Disco-Effekt gibt. Das wäre natürlich jetzt auch noch eine Sache, mal eine Disco aufzubauen irgendwo. Da habe ich schon ganz geile gesehen. Die kann man natürlich jetzt mit farbigem Glas dann viel besser realisieren. So, jetzt gleich haben wir die Grundlage geschaffen für unseren Bahnhof. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Aber ich weiß immer noch nicht, von wo aus ich den Eingang mache, fällt mir gerade auf. Weil theoretisch, wenn ich von da unten käme, dann müsste ich den Eingang ein bisschen vorziehen. Was aber auch nicht unbedingt schlimm ist, weil wir können ja da noch Treppen hinsetzen und alles. Ich habe aber, wie gesagt, auch das Redstone vergessen. Was aber nicht so schlimm ist. So, hier werden wir sowieso noch ein bisschen aufreißen müssen dann. Weil hier quasi hinter die Schaltung kommt. Hier kommt dann die Verschiebeanlage hin. Hier kommen die Gleise hin. Gleise habe ich jetzt keinen dabei, ne? Nee. Gehen wir mal eben hoch. Ich habe nur Pflasterstein dabei. Aber geht das nicht? Müsste doch, ne? Ah! Manchmal kommen einem ganz dumme Ideen, die hilfreich sind. So. Da kann ich nichts. Ach so, wegen der Fackel, ne? Oder? Ja. Ha! Geht doch. Und es ist Tag, das ist wunderbar. Ja, toll, ne, hier. Warum fackelst du am Tag nicht ab? Du stehst doch jetzt nicht so weit. Stand er doch so weit. Okay. So, also theoretisch müssten wir irgendwo hier drunter sein, gerade hier so. Schätze ich mal hier. Passt also einigermaßen. So, was wollte ich denn jetzt überhaupt hier oben? Ein Ofen bauen.
Klingt erstmal sinnvoll. Oh, meine Zeit ist schon wieder rum. Kohlehammer, 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 Kohlehammer. So. Ofen klemmen wir jetzt einfach mal hier so mitten an die Wand. Schmelzen dann jetzt erstmal das Eisen. So, dann brauchen wir nochmal. Weil Steine schmelzen können wir sowieso. Bessern wir jetzt erstmal unten aus. Ah nein, jetzt weiß ich, was ich wollte. Schienen, um euch das mal zu zeigen, wo, wie, was passieren wird. So. Um euch das anzudeuten, was ich vorhabe. Sicher, sicher. Auch wenn jetzt hier gerade nichts passieren wird, aber. Stopp. Licht. Löscht. Mach mal dahin. Hier gehen wir eins höher. So. Ist nicht tragisch. So und so. Und da zwar. So, drei in der Mitte lassen wir frei. Dann kommt da eine Schiene. Nee. Drei frei, vier frei, fünf frei. Lasst mich überlegen. Eigentlich schon. Ja, dann müssen wir hier noch ein bisschen Verkleidung machen. Ist aber nicht schlimm. Ist nicht schlimm. So, wir haben hier zwar quasi dann so zwei Punkte. Hier kommt dann An- und Abfahrt hin. So, und es wird so sein. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten. Dann freut euch auf die nächste Folge. Die wird jetzt hier halt gerade kurz länger, also nicht schlimm. Also, ich werde hier eine Mechanik einbauen, die hingeht und wenn hier eine Loro draufkommt, verschiebt die hier eine ganze Reihe. Dadurch wird das Ding hier einmal rübergeschoben und dann wird da im Prinzip, können wir auch schon mal hinsetzen, na, ist egal. Also das ist eigentlich auch eine Beschleunigungsschiene, die ist aber gepowert. Und dann wird das Ganze so verschoben, dass die hier auch gepowert wird und in dem Moment halt die Lore weggefahren wird, nach hinten in den Lager rein. Deswegen ist das auch schon gut, dass wir hier ein bisschen mehr Spielraum haben. Kommt dann in ein Lorenlager rein und dann bei Bedarf kommt dann hier von unten her eine neue Lore nach und dann kann man von hier aus direkt wegfahren. Dann werde ich hier so eine Tafel aufbauen, wo dann die verschiedenen Knöpfe dran sind, dass wenn man hier drin sitzt, so auswählen kann, da möchte ich hin und dann fährt man halt los. Das ist mein Plan hier für die Zwischenstation. Wird aber erst in der nächsten Folge kommen. Ich werde jetzt allerdings erstmal gucken, dass ich anfange, die Folgen bisher zu schneiden und zu rendern. Und sag daher jetzt erstmal dann, ne, wenn ich hier raus bin. Ja, dazu machen wir jetzt Blödsinn. So. Sag bis dahin dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft mit Meplayed Online. Tschüss!